Nein. Du kannst uns jetzt nicht hängen lassen. Genau. Und bei meinem Training bist du groß geworden. Ohne mich hast du nie Nationalspieler geworden. Und auch nicht der Bomber von Everton. Genau, da hat er recht, der Schettester. Du musst spielen, Bursche. Ja. Zumindest bis wir aus dem Abstieg heraus. So ist es. Furcht einmal, Bursche. Ja. Ich bin ein alter Mann. Aber die ganzen Verletzungen, aber die Verletzungen. Red kein Blödsinn, Bursche. Du bist benannt wie der Sylvester Stallone. Ich hab dich da neulich in der Sauna gesehen. Du warst in der Sauna? Der gemischt. Das geht dir doch einen Scheißträger. Entschuldigung. Schau, Bursche, der Bede hat bis 40 gespielt. Genau. Und was der Murl kann, das kannst du schon auch. Ah, die eine Reise und Sasser. Genau. Kannst du nicht endlich deine Pappen holen? Entschuldigung. Kriminalpolizei sucht Gefangenen. Los, Schleizer, alle da rein. Gehen wir. Servus, Hugo. Ja, außer Bursche und seine Arbeit, dann nehmen Sie, weil die sind ja Knie. Da gehen wir raus. Die sind doch von der UNO. Geh, schau zu dir und niemand einlassen. Entschuldigen, die Herrschaft. Entschuldigen die Störung. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte. Und jetzt schaut es nicht so deppert. Geht's rein. Gehen wir. Und jetzt will ich kein Wort mehr hören. Wisst ihr eigentlich, Burschen, dass ich noch nie eine rote Karte gesehen habe? Okay. Außer einmal, aber da war der Schiedsrichter von der Rapid bestochen. Der Arsch. Okay. Ich bring noch mal auf. Was ist? Alles. Und jetzt bricht Hansi Krankl halb links unwiderstehlich durch, aber der Bursche Leitner schneidet hinein. Da hat der Leitner Bursche seinen Rasenschmäh gemacht und den Krankl hat sich jetzt aufgebracht, wie er bei der Gin. Was ist? Das war halt noch Zeiten, Bursche. Ist das die Hosen oder? Es ist vorbei, Bursche. Wenn du bist immer noch der Größte. Ja, mindestens in Kaisermühlen. Du, wenn du für uns spielst, das war. Na, was war das? Na, super, du Trottel. Nicht so Trottel zu mir. Los, zieh dich aus. Rühr mich nicht an. Ich will eine Frau als Beamte. Komm, hör auf. Wozu bist du? Das muss ja wirklich hier sein, der Marie. Wegen den depperten Koks, was eh so teuer ist, lasst euch alle paar Wochen zum Wickel machen. Genau. Jetzt lieber kicken oder von mir aus pudern. Habt's mehr davon, werd's nicht eingeladen. Du redest in die Luft, Alter. Die lassen sich nichts sagen, die sind stur. Und man schmeißt dir das Zeug ja auch zu billig. Ruhe jetzt, wenn der Herr Kommissar spricht. Wien kriegst du mehr Koks angeboten als Buren. Was hat zum Trinken, der Herr und die Dame? Wir sind leider im Dienst. Scheißdienst. Was ist? Nichts, hat es Donnerstag, hab ich gesagt. Was? Donnerstag, ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Das wird ja nichts, genau nichts. Nicht was, Bursche? Ich mache es. Was machst du? Spülen, kicken, euch aus der Abstiegszone befreien. Ehrlich? Logisch ehrlich. Und jetzt gehe ich heim, weil jetzt muss ich fit sein. Und ein bisschen Gymnastik mit meiner Alten, das auch was hat von meinem Kampf. Es ist spät, Erwin. Der Bursche muss jeden Moment da sein. Außerdem geht's mir nicht so gut. Ich glaube, ich war krank. Krank? Wieso? Was war da? Nein, nichts kriege ich. Du, Erwin, wir müssen, glaube ich, überhaupt Schluss machen. Der Bursche stellt schon so merkwürdige Fragen. Ach so? Und wenn der durchtritt, dann gute Nacht, Marie. Ja, schon. Du, da kommt wer. Nein, das geht jetzt nur, Erwin. Der Bursche ist unberechenbar. Der kann jeden Moment da sein. Also dann, Marie. Ciao, mach's gut. Wahrscheinlich. Servus. Ach, der Herr Schäutl. Knabe. Suchen Sie jemanden, kann Ihnen vielleicht helfen. Sagen Sie, wissen Sie vielleicht, ob... Ja. Ines, grüß Gott. Ich wollte eigentlich hier. Sind Sie allein? Verschwingt er und zieht er was an. Natascha, der Herr Bezirksrat Scheutl. Noch so spät unterwegs. Grüß Gott. Entschuldigen Sie die Störung, aber ich wollte nur wissen, wie geht's denn?
Was, mir? Brauchen Sie noch was? Ich hätte mit der Frau Schimmig etwas zu bereden. Ich gehe schon. Ich gehe. Ja, ich gehe ja. Ununterbrochen wird man in dem Haus blöd angeredet. Ich höre Sie haben Probleme, stimmt das? Dann kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein. Probleme? Ich? Wer hat das gesagt? Ach so, Ihre Frau hat mit Ihnen geredet, ne? Meine Frau, ja, die hat mir das gesagt. Natürlich, woher sollte ich es denn sonst wissen, nicht? Wegen der Gallenoperation und dem Chirurgen. Sie kennen da einen sehr guten Chirurgen. Ja, den kenne ich. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich mit dem reden werde. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen. Dann gute Nacht. Wollen Sie nicht ein Sprüngerl hereinkommen? Ja, doch. Das heißt, nicht jetzt. Nein, danke, ich möchte nicht stören. Eine Arbeit bräuchte meine Mutter. Wissen Sie da vielleicht zufällig was? Ines. Warum ist doch nichts dabei? Der Herr Scheutl ist doch ein einflussreicher Mann. Sicher, ja, ich denke nach. Ich komme dann einmal, wenn Sie allein sind. Ich meine, wenn Ihre Tochter ein bisschen mehr anhat. Hübsch ist sie. Fast wie die Mama. Ja, jetzt muss ich übergehen, weil als Politiker muss man sehr vorsichtig sein. Nicht? Zu schnell kommt man zu Unrecht ins Gerede. Und ein Geschäft habe ich ja auch noch, nicht? Und eine Frau. Und eine Frau. Ja, ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Danke. Sind unterwegs zu spät? Dienst. Bitte? Dienst. Ein Politiker hat immer Dienst. Für einen Politiker gibt es keine Uhrzeit. Na dann, gute Nacht. Gute Nacht. Wenn es einmal viele Tore sein, kommen Sie zu unserem Platz. Ich werde nämlich wieder einlaufen. Na, sehr schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Netter Mensch, eigentlich. Die Mama mit einem Kavalier, das lass ich mir gefallen. Wo soll ich denn hingehen? Ins Spital. Einmal muss ja sein. Der Gustl bringt mich hin, bevor er in Dienst geht. Ah, brav. Sehr gescheit. Und gut, dass Sie die Mutti in Uniform ins Spital bringen, damit die Ärzte und Schwestern gleich sehen, dass sie von einem feschen Polizisten beschützt wird. Gefallen? Sonst würde ich ja sowas nicht sagen. Bin aber leider schon vergeben. Damit werden Sie jetzt fertig werden müssen, Frau Turecek. Wiederschauen. Also dann auf Wiederschauen. Und machen Sie es gut. Danke, es wird schon schief gehen. Eingebildet auf. Bevor ich mit einem Kieberer in die Hapfen gehe, kaufe ich mir lieber einen Vibrator. Na, lieber Kneißer. Dass Sie erfreut haben mit dem Gesindel, das können Sie erzählen, wem es wollen. Mir nicht. Ja, erfreut habe ich eh keine. Trotzdem muss ich so tun. Aber wenn Sie mir ins Gesicht sagen, ich bin ein Farbenverkehrer, dann muss ich Ihnen sagen, ist das die pudelnackerte Demagogie, Schaltl. Wir gehen auf die Ausländer genauso am Arsch wie Ihnen. Aber bitte, wenn die Partei der Meinung ist, übrigens werden Sie, wenn es drauf ankommt, in genau dasselbe Horn blasen müssen wie ich. Müssen, lieber Herr Kollege. Ja, lachen Sie nur. Die Partei und die Kirche, die blasen ja den Rumänen und den Polen und den Ausländern und den Asylanten, also allen blasen einen Staubzucker in euch. Sie können noch so kontra sein, sie müssen pro reden. Außerdem hat der Kardinal ja unlängst gesagt. Ich weiß, was der gesagt hat, trotzdem ist er nicht unser Kardinal. Der sitzt gemütlich in seinem Palais, auf seinem Hintern und redet, weil der Tag lang ist und macht stur das, was der Papst ihm aus Rom auferfaxt. Streiten wir uns nicht. Das ist ja nur die dritte Garnitur. Genau, das weiß man ja vor der Hand eh noch nichts. Ja, Sie wissen es nicht. Ich weiß ganz genau, was auf. Ich weiß es genau. Dort ist der Verkehr, ja. Servus, Walter. Darf ich bekannt machen, das ist der Herr Walter Jakobus. Sagen Sie mal, was haben Sie jetzt erfahren? Das ist mein Schwager, wir kennen uns. Ja, schon, aber wir haben Publikum. Ach so? Ja, nicht hinschauen, nicht. Wie kommt denn der da her? Ja, das weiß ich nicht, aber der ist überall dort, wo man nicht braucht. Wer ist das? Wer jetzt? Der da drüben. Wo? Ozonlochstopfer, alternative Liste. Die Grünen. Die Hitten hätte angerissen gehört, dann würden wir uns eine Menge Ärger ersparen.
Ärger schon, aber Ihr Kontostand wäre jetzt auch gleich geblieben. Nicht so viel reden, Ernst. Gehen wir lieber ein bisschen. In dieses schöne Haus sollen demnächst Asylanten kommen. Ich frage Sie jetzt als Wähler. Finden Sie das richtig? Ach, das geht Sie vorläufig gar nichts an, Sie, Herr Wähler, Sie. Ja, vielleicht sollten wir ein bisschen moderater miteinander umgehen, ne? Ich bin moderat. Ich bin moderat, weil wenn ich nicht moderat wäre, dann täte ich jetzt die Frage aufwerfen, was dieser Deutsche dabei verloren hat, wenn sich unsere Bezirksräte amtlich informieren. Wer soll denn da überhaupt rein? Polen, Rumänen oder... Niemand vorläufig. Niemand. Im Moment keiner. Wir sind mehr privat da, wenn man nämlich... Sagen Sie, junger Mann, wo, mit wem und wie ich hier umhergehe, das geht Jakobus, Sie eigentlich... Herr Jakobus, das, lassen Sie mich das machen, damit ein für alle Mal eine Ruhe ist. Juditsch, es besteht die vage Idee, dieses Haus eventuell ein bisschen zu renovieren, damit der eine oder andere vorübergehend einer von den also Asylanten vielleicht. Und, aber bitte, wem erzähle ich denn das, Herrns? Sie wissen es ja eh, sonst waren Sie ja nicht da. Da hat wahrscheinlich irgendwer im Amtshaus wieder die Debatten nicht halten können. Ne? Und hat da herausposaunt, bevor überhaupt noch was spruchreif ist. Das ist peinlich, sowas. Wirklich. Das ist unangenehm, ungut. Ich hätte da eine periphere Frage an Sie, Herr Scheutl von der ÖVP. Könnte es sein, dass dieses Haus vielleicht Ihnen gehört? Und dass Sie es jetzt auf Kosten von Steuerzahlern renovieren wollen, damit es dann, wenn Sie die Asylanten wieder los sind, besser zur projektierten Fußgängerzone passt und Sie sich dann blöd verdienen können mit den in der Stadt üblichen überhöhten Mieten, trotz SPÖ-Regierung? Dass Ihnen bei so einem langen Satz nicht die Luft ausgeht, das... Sie sollten sich da raushalten, lieber Herr. Also wenn Leute wie Sie sich um die Umwelt kümmern, dann sehe ich nicht grün, dann sehe ich schwarz. Gewalt würde, Herr Jakobus, der Mensch ist doch kein Gesprächspartner, hm? Bei dem ist es wie bei einem glatzerten Autoreifen. Er hat Profilprobleme. Und womit? Mit Recht, weil er eigentlich ein Niemand ist. Wer von uns zwei der Niemand ist, das wird sich noch herausstellen, Gneißer. Sehr aber bald vielleicht. Lass nicht sagen. Jetzt kommt, geh mal mit. Schlüssel. Bim, bim. Alles einsteigen, schnell machen, Fünfer Verspätung. Bim, bim. Go, Bursche, go. Vielleicht kommst du ins Radio. Was hast du gesagt, gespritzt, da? Ich dein Fan, darum sagen wir wem. Bist du deppert, oder was? Ich glaube, Sie sollten ihn lieber in Ruhe lassen, Herr Leitner. Ich war ein Spitzensportler und ich stehe jetzt wieder im Training. Und in meinem Kopf ganz woanders. Ich habe keine Zeit für solche Blödheiten. Das ist euch ein Krieg. Wenn er Freiheit hat, kann er Go, Bursche, Go schreien, bis er schwarz wird. Dilla. Go, Bursche, Go! Vielleicht kommst du ins Radio! Bim, bim! Die Kinder kommen noch ganz bestimmt. Sie werden sehen. Ja, ich weiß eh. Der Gustl hat die Woche Tagdienst und auf die Nacht darf er ja nicht rein. Das dürfen nur die von der Klasse. Und die Ines, die hat im Moment irrsinnig viel zu tun. Na, ist denn? Der kommt sicher. Schon. Guten Tag. Servus, Mama. Ich bin ein bisschen spät dran, aber es ist nicht früher gegangen. Guten Tag. Guten Tag. Aber Sie haben die Mama eh recht gut unterhalten. Ja, die Blumen müssen Sie in die Frau Schüssel, weil da gibt es nirgends mehr Vasen. Das ist also das Fräulein Doktor. Ja, das ist sie. Ja, fast so fest wie die Frau Mama. Okay. Ja, also, gute Besserung, jetzt verschwinden wir, ja? Wieder schauen. Danke. Auf bald, Frau Schimek, und gute Besserung. Dankeschön und danke für die schönen Blumen. Wiederschauen. Wiederschauen. Sag, steht aber du sie auf die? Geh, red doch nicht so. Er sagt ja nicht Bleichgesicht zu uns. Na ja. Na, wie schaut's aus? Alles okay, Mama? Alles happy? Es geht. Ich habe einen erstklassigen Chirurgen gehabt. Der Primarius Winter, aber das ist ein Kapazunder. Den hat mir die Scheutl verschafft. Was tät die Deutsche? Ich kenne die Scheutl. Na, und wie geht's dir und dem Gustl? Willst du wissen, wie es ausschaut in der Wohnung, was? Also, wenn's zum Stänkern herkommen bist, dann kannst du wieder gehen. Mein Gott, du bist so empfindlich.
Brauchst du was? Ein Saft oder was? Na danke, der Okonkwo und der Kudaniak haben mir eh alles gebracht, was ich brauche. Und sonst, alles okay? Vertragt euch? Alles unter Kontrolle. Und waschen, bügeln? Der Gustl macht nichts, wenn du das meinst. Mama, hast du was dagegen, wenn ich ausziehe? Wann? Naja, eigentlich, ich meine, du weißt eh, ich mit dir in einem Schlafzimmer. Jetzt habe ich einen neuen Freund. Und wenn ich zu ihm ziehe, kann er sich die Wohnung leisten, wenn ich die Hälfte von seiner Miete bezahle. Wie lange kennst du ihn denn? Ja, eh schon. Eine Woche oder zwei? Liebe auf den ersten Blick, das kennst du ja eh. Ja, das kenne ich. Aber sowas kann doch auch gut gehen, oder? Und die Wohnung ist im ersten Bezirk. Da kann ich zu Fuß gehen, zum Büro. Und wenn du rauskommst, dann stell ich dir vor, der wird dir gefallen. Der ist Fotograf für Zeitungen und für Magazine. Und er zeigt mir in 20 Minuten die Wohnung. Und das Taxi wird auch schon. Geh nur. Sei aber nicht böse. Ich war da genauso wie so jung war wie du. Ach Gott, noch einmal. Halbe Trippel, Trippel, Trippel. Laufen, schießen! Laufen! Hast du gesehen? Zu wem müssen wir jetzt halten? Ja, die Grünen natürlich. Ach so. Wo ist das bitte die Grünen? Ja! Sehen Sie, jetzt halt. Ja. Ich wechsle ihn aus. Das halte ich nicht mehr aus. Ich wechsle ihn drinnen, lass ihn noch drinnen. Was? Furchtbar! Lauf! Lauf! Oh, das. Halt die Grünen. Sie. Ja, jetzt geht's rein! Der Öfer. Der umgeschickt. Der Öfer ist es. Na, spür an! Nein, lass die Beine da. Da schießt! Daneben. Du zwei da! Wo schaut der Läufer? Den musst du haben hier! Was treibst du, Demolierter? Das war eine einwandfreie englische Ballabnahme! Ja, ist ja richtig, der Sport hat der Präsel! Bravo, Burschi! Bitten Sie mal ringen die guten Maß nieder! Komm! Burschi! Komm! Ja, Schatz! Ja, Burschi ist es ja, oder was? Oder wer? Jetzt ein Burschi. Oh, Burschi, Bruder! Na, so kommst du ins Radio! Sieh, also ich verstehe die Sabine nicht wirklich. Der Bursche spielt wie in seiner schönsten Zeit und die Ursel ist nicht da. Vielleicht interessiert sich Sport nicht. Kann das sein, oder? Einer kommt mit ihnen am Morgen. Scheinen wir Geschlechtsverkehr. Genau. Gut, Burschi, gut. Der Gegner platzt vor Wut. Gut, Burschi, gut. Der Gegner platzt vor Wut. Gut, Burschi, gut. Der Gegner platzt vor Wut. Nach Kaisermühlen, bitte. Gott, Frau Schimek. Grüß Gott. Entschuldigen Sie, ich habe Sie da unten reingehen sehen. Eigentlich wollte ich Sie ja schon im Krankenhaus besuchen, aber Sie wissen ja nicht, als Politiker muss man immer so aufpassen. Übrigens, was ich Ihnen sagen möchte, ich hätte eine Arbeit für Sie, Kellnerin. Glauben Sie, das wäre was? Naja, im Moment bin ich noch ein bisschen schwach, aber in ein paar Tagen. Da ist die Adresse. Kommen die Woche am Montag um 4. Sollen Sie sich dahin vorstellen kommen, ja. Aber bitte nehmen Sie den Zettel mit, damit der Wirt weiß, dass Sie von mir kommen. Also eins muss ich schon sagen, Herr Scheutl, Sie sind wirklich nett. Das hätte ich mir nicht gedacht.
Ich würde mich aber gefälligst dafür bedanken, ja? Danke. Nein, nein, nicht so. So. Kann ich reinkommen? Ja, aber nur zum Aufräumen. Und nur, wenn Sie Frau anrufen und um Erlaubnis fragen. Gell's? Die ist nämlich auch sehr nett. Und mit Verheiratete fangen wir nichts an. Also gehen Sie. Ist ja schon mit den Ledigen schwer genug. Nochmals vielen Dank. Du bist im Geschäft? Mittagspause. Schon 12? Sogar schon 5 nach 12. Du Dilo. Nicht mehr alle. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber wenn der blond sieht, irgendwas stimmt bei dem da nicht. Na, ihr beiden, ihr guckt ganz schön belämmert aus der Wäsche. Aber sowas passiert schon mal. Muss ich eben wieder blond färben? Das fällt mir doch nicht im Schlaf ein. Ich fahre mit dir nach Hause, das mache ich. Und zwar heute noch. Ich packe. Renate, bitte! Renate! Das tut mir leid, dass ich das vor deinem lieben Sohn sagen muss, aber es gibt Menschen, die nur dann nicht lügen, wenn sie nichts sagen. Also, sag lieber nichts. Die macht, was sie sagt. Die macht immer, was sie sagt. Preußisch. Richtig preußisch ist sie manchmal. Papa? Du, halt dich da raus! Und wehe, du erzählst irgendjemandem etwas von dem, was da heute vorgefallen ist. Ich möchte nur wissen, was jetzt mit dem Haus ist. Was? Na, das Haus, wo die Asylanten reinkommen sollen, das wolltet ihr doch kaufen. Das ist doch der Renate ihr Geld, oder? Er hat nämlich seinen Freund schon erzählt, dass er den Speicher ausbauen kann. Den Dachboden meint er. Was? Dachboden. Gewalt. Walter, kannst du nicht mit ihr reden? Ich meine, das Ganze war doch deine Idee und sie ist deine Schwester. Ja, geschmiert habt ihr auch schon wie die Blöden, oder? Du sollst dich da raushalten, Kruzifix! Ja, ist doch wahr, der Kneis hat doch schon einen schönen Batzen gekriegt. Jeder kann sich mal irren. Der Mensch ist dem Irrtum untertan. Der Mensch irrt, Junge. Mahlzeit. Mahlzeit. Wie viel an Schmiergeldern haben wir schon ausgegeben für das dämliche Asylantenhaus? Circa 50.000 Mark. Da können wir die ja wieder zurückkriegen, wenn wir nicht kaufen. Die Österreicher sind höfliche Menschen, die geben keine Geschenke zurück. Das heißt, ich kaufe das Haus und bleibe. Wienerisch bist du außerdem noch. Und warum? Na, Walzer. Wiener Walzer, mal so rum, mal so rum. Jetzt halte ich da raus, ja? Mit dir hat der ganze Zirkus ja erst angefangen. Aber Schatzl, Gewalt ist doch nur gut gemeint. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Also Schwester, du kannst mich mal. Du hast mich doch hierher gelockt, um euren in jeder Beziehung morschen Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ich bemühe mich hier mit guter Laune, eure scheiß Ehe zu retten und zermarter mir das Hirn, um euch geschäftlich einen guten Tipp nach dem anderen zu geben. Ich kann doch nicht ahnen, dass es eine Politintrige wird. Ausgenützt komme ich mir vor. Richtig ausgenützt. Ich hab die Nase gestrichen voll. Papa. Später, Peppi. Papa, ich muss aber. Später, hat dein Vater gesagt. Kannst mir da jetzt nicht ausschreien. Bist nicht meine Mutter, ja? Das gibt's doch nicht, Erwin. Wenn du ihm nicht jetzt augenblicklich eine knallst, dann... Pass mal auf, du Rotzpippen! Ich pass jetzt nicht auf. Ihr passt jetzt mal auf. An mich hört eh nie wer. Die ganze letzte Woche gibt's nur dieses scheiß Joint Venture im Kopf gehabt. Na, hör mal. Ja, ja, und mir hat kein Schwein zugehört, weil jeder auf jeden böse war. Nachher geht die Renate ins Geschäft, der Papa zu irgendeiner Versammlung und der liebe Onkel Walter denkt nur an seine Wienerinnen. Na. Doch mal, du spinnst. Nein, ich spinn nicht, ich spinn nicht. Du spinnst? Nur, ich will nicht zum Bundesheer. Papa, du bist ÖVP-Funktionär und Oberleutnant der Reserve und wenn du mir das nicht riechst, dann will ich ab jetzt nur mehr grün. Grün? Seit 2 Wochen versuche ich mit euch drüber zu reden. Und in 3 Tagen habe ich Musterung. Also ich sag's euch, jedenfalls, ich nehme keine Waffe in die Hand. Typisch. Typisch. Also wir reden übers Geschäft und der Junior kommt aus heiterem Himmel und erzählt, dass er ohne Waffe dienen will. Was heißt ohne Waffe dienen? Ich will überhaupt nicht dienen. Ich möchte untauglich sein. Das ist nicht möglich.
Das ist ja noch schlimmer. Also einfach so, aus heiterem Himmel, ja? Und beendet damit jedes Gespräch. Das ist genau das, dass jemand kommt und über irgendwas zu reden anfängt, was überhaupt nicht Sache ist. Das ist genau der Grund, warum man in Wien nicht vernünftig reden kann und keine vernünftigen Geschäfte miteinander machen kann. Moment, Walter, in diesem Fall ist der letzte Satz noch nicht gesprochen. Also das Einzige, was ich an Konkretem bisher hier erlebt habe, das war meine Schwester und diese vergammelten heurigen Musiker mit ihren Liedern über Kanalratten oder sowas. Also es war sehr schön und hat mich sehr gefreut, wie euer Kaiser schon gesagt hat, aber kein Klima für Walter. Ich packe jetzt dort Reise. Meint ihr das im Ernst? Heimweh? Heimweh nicht. Bei uns ist es noch kleinkarierter als da. Ich will nur einfach weg von hier. Wird schon werden. Such dir einen Freund. Bring etwas Abwechslung in dein Leben. Scherz, Bord. Ich glaube, du musst jetzt einsteigen. Ciao. Ciao. Pippal, turbulent ist zugangen, rumgeschrien ist worden, hochpolitisch war's. Der Freiheitliche hätte bald mit dem grünen Kraft und der Erwin Scheutl von der ÖVP und der Rudi Gneisser von den Roten sind wie mit einer vollen Hose da gesessen und haben nicht einmal mehr Kick gesagt. Und der Bezirksstellvertreter, der wäre am liebsten gegangen. Der auf den hat eh keiner mehr gehört. Geh, weißt du? So war das. Ja, und rauskommen ist nichts. Was? Ja, das glaube ich auch. Ja, das pfeifen ja schon die Spatzen vom Dach. Ganz bestimmt gehört das Haus dem Scheutl. Ach, angeblich soll in dieser Angelegenheit schon ein Privatdetektiv unterwegs sein. Was? Ich soll das machen? Wieso soll ich das machen? Wieso sagen Sie Frau Stapo zu mir? Ich bin weder die Staatspolizei noch heiße Stapo. Und ich verbitte mir, dass Sie zu meinem Wasti-Inspektor sagen, Frau Pippal. Und auf den Arm nehmen lasse ich mich von Ihnen auch nicht. Und außerdem habe ich meine Zeit ja nicht gestohlen. Auf Wiederhören. Hast du das gehört? Gehört? Du hast das gehört, was ich gesagt habe. Der Inspektor hat zu dir gesagt, das Luder, das Blöde, und zu mir, Frau Stapo. Weil die kann lang warten, bis ich wieder anrufe. Ha, jahrelang. Na, ist das ein Wetter? Halt früh ums Wechselhaft angesagt. Ja, ist ja echt. Also, Frau Schimmel, trotzdem, seien Sie vorsichtig, nicht ins Wasser gehen, auch nicht halbnackt herumsitzen, weil so kurz nach dem Spital ist das gefährlich, ne? Das ist ja schon ein paar Wochen her, die Operation. Und der Arzt hat mir Gesundheit verboten. Ich bin überhaupt noch nie ausgezogen in der Sonne gelegen. Aber ich habe ja gar keinen Badeanzug. Also, das mit ohne Badeanzug, das will nicht stören. Also, Mann bleibt Mann, Frau Schimmel. Und der Franz hat sicher keine Badehosen, weil er keine Trambeine hat. Linie 5, Sonderzug. Karosserie rot-weiß, ja. Genug. Du kommst aus Afrika? Ja. Afrika. Mann schwarz, mega. Afrika, Nilpferde, Elefanten, Löwen, Nashörner und Menschenfresser und Affen und Affen und schwarze Mann. Keine Straßenbahn, Bim-Bim. In Afrika ist nicht mehr so, wie du glaubst, Franzi. Wir haben Straßenbahnen und Klimaanlage und jeden Komfort. Und viele Leute haben noch Hunger und sterben. Geh mit deinen was trinken? Warum soll man denn ein Geld ausgeben? Wir haben da eh alles dabei. Aha. Setzen wir uns da unter den Schirm. Ist gut, ja? Ja. Und die Tiere leben fast nur mehr im Wildtierparks. Und Menschenfresser gibt es auch keiner mehr. Nur viel mehr Weiße als Herr Schwarzer. Aber die Sonne immer noch stark. Nee, da sind die Sonne gewohnt. Ich lebe fast 20 Jahre in Europa und mehr als 8 Jahre in Wien. Da bin ich auch nicht mehr die starke Sonne gewohnt. Hab sogar ein bisschen Angst vor Sonnenbrand. Darum tragen Krawatte. Wahnsinn, geht dem Herrn Okonkwo nicht auf die Nerven. Ah, der geht mir nicht auf die Nerven, lassen Sie ihn da. Also ich war mein Leben lang Badewaschel, am Geserfe. Ich hab immer Reiberl dran, aber jetzt seit dem Scheiß Ozonloch ist ja das besonders gefährlich. Sind wir froh, dass wir angezogen sind. Also ich find's schade, ich mag die Sonne schon gern.
Ich verstehe, warum es keine Regierung auf der Welt gibt, die das Gift verbietet. Ich meine, als Mensch muss man sich doch darauf verlassen können, dass die Sachen, die man kauft, in Ordnung sind, ne? Und jeden Tag kommst du wieder bei mir in die Schweinerei drauf. Also ich meine, als ob sie uns vernichten wollten. Aber es sind doch dieselben Menschen. Glaubt ihr, die sind immun? Solche Arschlöcher alle, wirklich. Und was mit den Viechern aufführen? Die Händel, die haben keinen Platz mehr. Die müssen auf 3 Quadratzentimeter leben. Die Kühe dürfen nicht mehr aus dem Stall raus. Ich meine, die Bauern, das sind schon Verbrecher. Verstehst du, wenn du das mit einer machen willst? Ne? Ein Leben lang aufbinden an einen Stuhl. So wie die Kühe am Futtertrog. Ne? Das ist schon eine scheiß Regierung und eine scheiß Zeit. Und eigentlich sind die Bauern schon Tiergewöhler. Ja, leider. Ist ja gar so arg ist auch nicht. Aha, gar so arg ist auch nicht. Das ist, was alle sagen, ne? Und darum können die da oben auch mit uns machen, was wollen. So nette, freundliche Beschwichtiger wie Sie sind, Herr Kudernack. Die sind ziemlich viel schuld dran an dem, wie es uns geht. Ich schuld? Na, das hab ich gebraucht. Na, das... Tut mir ja leid, wenn ich Sie jetzt vielleicht verletzt habe. Sind ja wirklich auch immer sehr nett zum Franzi, aber so denke ich eben. Und wenn man sein Leben lang den Mund halten muss, nur weil man einen Bruder hat, der ein bisschen anders ist wie alle anderen, dann explodiert man halt einmal. Boom! Noch einmal Boot fahren! Na gut, also ich geh mit Franzi Boot fahren. Ja, aber kommen wir bald wieder, ja. Zu Wiss. Also gehen wir. Boot fahren. So, ich muss auch wieder. Ich habe ja noch Dienst. Ach so. Wiedersehen, Frau Schimmel. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Kultnagel. Ich nutze das noch aus, dass ich arbeitslos bin. Also hoffentlich wird das was mit dem Wirtshaus. Na, warum Sie es nicht schwören? Sie sollten ja immer hinterher Schultel verschaffen. Ja, dafür hat er was wollen, aber nicht gekriegt. Schön ist da. Ja? Sind Sie schon einmal bei den Arbeiterfischern gewesen, draußen in Albern, an der Donau? Nein, ich fische ja nicht. Die lassen alles leben, was sie nicht ist. Nicht jeder, der dorthin fährt, fischt auch dort. Auf Wiederschauen, Frau Schimmig. Jetzt sind Sie doch nicht so angerührt. Wenn man dauernd beleidigt wird, ist man nicht angerührt. Guten Appetit! Ja. Ja. Das Wasser ist eiskalt. Würden Sie ins Wasser gehen, Gnädigste? Bei 16 Grad? Schau ich so aus. Und gnädig bin ich auch nicht. Bin nur die Kitty Schimmig. Schön ist es hier. Finden Sie nicht? Da sind zwei Menschen, die sind einsam. Nur, man spricht nicht miteinander. Man sitzt nebeneinander und hat sich nichts zu sagen. Na, reden Sie halt. Das verbietet Ihnen ja keiner. Jeder kann reden, wann er will. Ich zum Beispiel mag jetzt nicht reden. Na, was ist mit dem Reden? Das schön ist, haben Sie schon gesagt. Wie geht's jetzt weiter? Sie meinen, wie es weitergeht? Mit uns? Es kann und könnte sehr viel weitergehen. Zum Beispiel, ich heiße Nagy Laszlo. Und ich kann unmöglich in der Nähe von einer schönen Frau sein, ohne in Kontakt mit ihr zu kommen. Ich finde das beinahe unmoralisch. Ich bin die Gitti Schimmig. Ich habe 2 erwachsene Kinder und keinen Mann. Und vor ein paar Wochen haben sie mir 1 Kilo Gallensteine rausgenommen. Ich habe aber trotzdem noch immer Übergewicht. Wollen Sie wissen, wie groß ich bin? Git. Schöner Name. Schöner Name für eine schöne Frau. Git ist ein botschender Name und von wegen Schee kann ich mehr, bitte. Ich bin zwar nicht der Quasimodo, aber von Schee kann kein Rätsel. Sie sind schön. Keine Titelblattschönheit, aber natürlich schön. Und von innen. Ihre Schönheit kommt von innen. Könnten wir jetzt das Thema wechseln? Hallo, dann sprechen wir von mir. Ich bin allein. Meine Frau ist vor 3 Jahren gestorben. Kinder haben wir keine gehabt. Ich habe ein großes Geschäft, ein großes Auto. Es geht mir gut. Ich verdiene gut Geld. Aber wie gesagt, ich bin allein. Also ich habe kein Geschäft und kein Auto. Ich habe nur ein Radl. Und das ist alt. Und dort, wo ich gearbeitet habe, da habe ich einen Schmarrn verdient. Und jetzt werden Sie sicher überlegen, wie Sie mich einladen, damit dieser schöne Tag mit dieser schönen Frau ein schönes Ende hat. Stimmt's oder habe ich recht? Wissen Sie, ich bin gern allein, ich bin das schon seit 15 Jahren. Aber eine Einladung würden Sie annehmen? Es kommt drauf an.
Es kommt auf viele Sachen an. Aber wie heißt es so schön? Probieren geht über Studieren. Ich bleib nur da. Der Hunger tritt mich zurück. Haben Sie schon gegessen? Ja. Danke. Wer ist denn hier? Sie warten da auf jemanden. Das können Sie ruhig zugeben. Sie stehen da nicht nur so da wie der Big Simmer. Dann ersticken Sie halt an inneren Geheimnis. Also, weil Sie sind. Ich werde abgeholt und ich fahre nach Bratislava. Wollen Sie sonst noch was wissen? Oder wollen Sie mitfahren? Nein, ich will gar nichts wissen. Was andere Leute tun, das interessiert mich nicht. Ich hab nur ein bisschen mit Ihnen plaudern wollen, damit Sie Ansprache haben. Bleiben Sie über Nacht? Na, die Hotels sollen ja dort fast überhaupt nichts kosten. Mein Gott. Wenn zwei erwachsene Menschen sie miteinander ein Hotelzimmer nehmen, da ist doch gar nichts dabei. Das ist doch ganz was Normales, ne? Oder? Ich meine, das muss man ja nicht verheimlichen, nicht? Ist ja was Vergnügliches. Aber sagen Sie nichts, Frau Schimmel, gewiss gar nicht wissen. Ich gehe in kein Hotel. Hm? Und wenn wir das wollen, hätten wir jeder eigene Wohnung. Ich schaue mir Bratislava an und sonst gar nichts. Ah, ich war noch nie in Bratislava. Aber ins Ausland muss ich eh nicht unbedingt. Nicht? Also ich bin mehr fürs Bodenständige. Mit Kaisermühlen habe ich genug. Ah, schauen Sie, Wirtshäuser, hier und da auf Donauinsel, dann ins Gänsehäufe. Und fesche Männer gibt's da auch. Ah, wiederschauen. Wiederschauen, Frau Schimmel. Jetzt das Tipferl auf mich, wirklich frei. Ich meine, Mensch ist mir da auch noch nebenbei. Keinen Schritt kann ich machen, ohne dass mir wer anfängt und anstudelt. Ein Gespür haben die Leute. Ja, wer ist halt nicht Bezirksrat heute? Ja. Und wer dann? Ja, hast recht, einer muss das machen. Einer von der Basis, der weiß, wo die Leute schon drückt. Einer, der noch kämpft für sein Ideal. So. Willst du mir jetzt pflanzen oder meinst du das im Ernst? Nein, ich meine das im Ernst. Naja, hat man wenigstens nur streiten gehört und dann Bett quietschen und Lust gestöhnen, aber seit neuestem hört man das Staubsaugen auch schon. Scheißbude! Ja, was? Servus. Ist der auch schon da? Alles hört man durch. Also, eingeknallt gehört uns diese ganzen Architekten. Eingeknallt und zwar lebenslänglich. Korrupte Schweine, Geschmierte, Bestochene. Mal ich Bautenminister war, also, da waren die schon längst alle hinter Gittern. Und ich hätte alles abgerissen und neu aufgebaut, aber schallsicher. Sind nicht die meisten, die du hinter Gitter bringen willst, Genossen? Oh, ein paar. Aber man, schwarze Schafe gibt's überall. Aber die meisten sind die anderen. Das Baugewerbe ist halt eine Domäne von der ÖVP. Und dort liegt auch das große Geld. Und bei der Gewerkschaft. Ist ja nur gut, dass du wenigstens so ehrlich und rechtschaffen bist, gell? Und dass du immer meinst, was du verkündest. Ich meine jetzt konkret, dass du endlich im Schlafzimmer mit dem Abstamm anfangen könntest. Ich bin nämlich auch berufstätig. Du liebst immer so gern den Menschen, oder? Und auch ein Mensch, der so hilft. Also ich weiß nicht, für was ich mich anstrudel. Ist eh die Claudia da. Die soll das machen. Ich muss lernen, ich hab morgen Schularbeit. Rudi? Ja? Wir kommen mal her. Ich mach die Tür zu. Dann willst du dir ein neues Auto kaufen? Vielleicht. Einen schönen großen Wagen, gell? Mit viel Benzinverbrauch. Na, das ist nur so ein bisschen zum Repräsentieren, hab gedacht. Mit dem Geld vom Scheutl. Wie? Der hat dich geschmiert, gell? Damit die Renovierung von dem Haus durchgeht für die Rumänen, stimmt's? Das ist nicht sein Haus. Aber das von seiner Frau. Soll ich Fenster putzen an?
Wenn wir eine Tafel Achtung Seuchengefahr vor dem Geschäft hängen hätten, hätten fast mehr Leute kommen. Aber die Ortlichen kommen einfach nicht. Warum sollen sie Schirme kaufen, wenn sie schon welche haben und wenn pausenlos die Sonne scheint? Weil die ganze Welt verkehrt ist. Und weil das Ozonloch immer größer wird. So groß, dass es fast überhaupt nie mehr regnen kann. Ich gehe zum Metzger Fleisch holen. Und in den Tabakladen. Oder Trafik, wie es hier ja heißt. Das klingt ja fast unanständig. Naja, kauf dir eine Backerweise deine Illustrierten, damit du ganz genau weißt, wer mit wem von den Großschädeln im Bett liegt. Oder wer von den Adeligen abgerotzt ist. Oder noch lebt, damit er den anderen die Luft wegatmet, die überhaupt noch übrig ist vor lauter Verschmutzung. Schön, dass es noch Grüne gibt unter den Schwarzen. Bis später, Schatz. Wir gehen, wir. Bitte Gott mit Rosenwasser. Wenn wir wenigstens in Ruhe eine anrauchen. Ah, grüß Gott, Frau Kaiser. Was hätte man denn gern? Vielleicht ein neues preiswertes Schirmerl oder ein hübsches Taschel oder ein schönes Leinwand für Nachtisch? Nein, nix. Ich bin nur gekommen, damit Sie es auch wissen, Herr Scheutl. Ich komme direkt von einem Tatort. Ja, weiß ich. Ah, alles ist voller Polizei. Sogar der Bezirkshauptmann, der Hofrat, ist dort und leitet die Erhebungen persönlich. Ist wer umgebracht worden, oder was? Ach, umgebracht nicht, aber der Kran ist weg. Verschwunden. Über Nacht. Mit Hut und Stingel. Akkurat weg. Aha, der Kran. Ja. Welcher denn? Na, der Große, gelbe. Das stellt sich denn nicht so an. Stehen denn hunderte Kräne bei uns herum? Ja, gesagt habe ich sie denn. Mehr wollte ich nicht. Gehen Sie hin oder bleiben Sie da in Ihrem Geschäft? Wie Sie wollen. Da gleich Sie jedenfalls hin. Den habe ich schon verständigt. Und ich gehe jedenfalls auch wieder hin. Mein Basti auch. Ja, Basti, komm. Ich kann da nicht weg. Also. Mir geht's Ihnen nicht so gut wie dem Herrn Gneisser. Ich habe mein Geschäft. Außerdem kann ich nichts machen, wenn der Kran weg ist. Ich brauche keinen Kran. Ich hab meine Renate aus Germany. Männer kommen! Männer! Nehmen Kran! Männer! Nehmen! Nehmen Kran? Das glaube ich nicht. So ein Drum kann man doch nicht einfach wegnehmen. Ich verstehe das nicht. Da stehen ja nicht zwei Kräne. Das waren aber drei. Eins, zwei und der dritte Tür war da. Und jetzt ist er weg. Das habe ich ja schon gesagt. Reichlich undurchsichtige Tathandlung, muss ich sagen. Was mich frappiert, außer diesem einen Zeugen, hat sonst kein Mensch etwas bemerkt? Es hat nie jemand was gemerkt. Nie. Auch Ihre Polizei nicht. Das ist jetzt der dritte Kran, der meiner Firma gestohlen wird. Sachen gibt's. Was macht einer mit einem Baukran? Na was? Verwenden wir dann irgendwo. Vielleicht im Osten, in Ungarn, in Rumänien, in Saudi-Arabien. Jedenfalls kostet denen nichts, den gestohlen haben. Herr Ingenieur, seid ihr nicht versichert? Das ist der Standpunkt der Polizei. Beim Bankrott, beim Einbruch, bei allen. Nein, bitte, meine Herren! Wir wollen doch den Tatbestand ganz emotionslos festhalten. Also, Sie behaupten, die Täter gesehen zu haben. Wann war das? Wann? Dann. Franzi machen Sonderfahrt. Nicht lange her. Wann vielleicht in der Nacht? Franzi Sonderfahrt gemacht. Leute kommen. Männer arbeiten, da, laden auf Auto und dann fahren weg. Auto groß, lang, die Straßenbahn, bim, bim. Ein Tieflader. Der Franzi meint einen Tieflader. Gell, du meinst einen Tieflader? Ja, ein Tieflader, Mann, das ist klar. Aber das kann nicht in der Nacht passiert sein. Nein, weil später als um 9 kommt der Franzi nie nach Hause. Sag ich ja. Nein, Männer wirklich laden am Abend, in Nacht, lustige nicht Sachen machen. Männermann sagen fünfer lustige Sachen. Kommt der als Tatzeuge überhaupt in Betracht? Vielleicht sollten wir den Fall doch dem Sicherheitsbüro übergeben, Herr Hofrat. Das schaut mir ganz nach Bandenverbrechen aus. Mafia oder sowas. Das wäre dann wirklich also für uns ein paar Nummern zu groß. Das wollte ich sowieso gerade vorschlagen. In solchen Fällen ist automatisch immer das Sicherheitsbüro zuständig. Logisch, zuständig ist automatisch immer ein anderer. Auf gut Deutsch, niemand. Hauptsache, wir bezahlen für den aufgeblähten Beamtenapparat. Überleg dir das doch noch einmal. Haben wir schon ein paar Mal zu viel überlegt. Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt fahr ich mit der Bahn. Aber das war doch alles nur ein Missverständnis. Ich habe in der Eile tatsächlich etwas zu wenig Geld eingesteckt. Ich kann doch nichts dafür, wenn die meine Schecks nicht nehmen. Ich hab Euro, ich hab Diners, ich hab Visa. Alle Welt nimmt das Geld, bitte. Und von jedem, nur von dir nicht. Du kannst reden, was du willst.
Ich hab dich durchschaut. Du hast eine gesucht, die einen Mann braucht und dafür zahlt. Und ich, Trottel, ich hab auch noch in Wien zahlt, weil ich wirklich geglaubt hab, du hast das Geld vergessen. Also lass mich in Graut. Such dir eine andere. Eine, die noch depperter ist wie ich und die sich anrahmen lässt wie ein Christbaum. Also Gitti, bitte, so lass dir doch erklären. Ich habe Geld, ich habe ein Geschäft. Und jeder kann einmal machen einen Fehler. Gitti. Sogenanntes Geschäft. Wahrscheinlich ein Mexiko-Platz. Lauter Klumpen. Eins von den 200 Ramschladen für die Ostler. Also, mach's gut, aber nicht mehr mit mir. Unglaublich, dieses Weib. Stellt mich als Betrüger dar. Was glaubt ihr, wer die ist? Eine Prinzessin? Nur bitte sagen Sie selber. Ziemlich groß, was? Ja. Naja, wenn es ganz voll ist, habe ich einen Burschen als Aushilfe. Wo ist er? 4.000 Fixum, 10% Bedingung, Trinkgelder. Wenn es gut geht und du gut bist, verdienst du gut. Wenn es weniger gut geht, na, dann musst du kochen. Weil dann soll ich nicht der Kirche nachher noch. Sie. Ja, bitte? Sie, Mama, lieber. Einverstanden? Wer weiner lieber? Per Sie. Oha. Und angemeldet bin ich auch? Natürlich, bei mir hat alles seine Ordnung. Also meine festen Angestellten sind alle angemeldet. Mit Urlaubsgeld und mit Weihnachtserinnerung. Wollen Sie ein Kärtl? Nein, danke. Na, bei mir rennen nur die Musik und die Aushilfen. Die rennen auch so mit. Ne? Na, und wenn es daneben geht, dann war es halt ein Pech. Was soll denn daneben gehen? Naja, es kann ja immer was sein. Ich hab schon bei so vielen Sachen geglaubt, das ist es jetzt und dann bin ich eingefahren, wie der Hansa. Na, ist ja wurscht. Was soll ich schon daneben gehen? Ja. Auf alle Fälle bin ich in 3 Wochen gestellt. Also dann, auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen. Thank you.